Ich betrete morgen mal wieder Neuland, und zwar diesmal den Märkischen Kreis und genauer gesagt die Stadt Lüdenscheid. Lüdenscheid wird euch wahrscheinlich ähnlich wie mir, den meisten zumindest, irgendwie relativ wenig sagen. Ich freue mich riesig drauf, die Region kennenzulernen, aber hier Wuppertal, Hagen, Dortmund sind die bekannteren Städte in der näheren Umgebung. Wir befinden uns dann im Sauerland, und wenn ich von wir spreche, ich werde nicht allein fahren, freue ich mich sehr, erstmalig mit der Elke. Wir haben uns über Komoot kennengelernt, unterwegs zu sein. Wir werden insgesamt eine Strecke von ja, knapp 60 Kilometern, eine kurze Tour, unterwegs sein. Aber wie ihr seht, und auch vom Höhenprofil mit 870 Höhenmetern, Strecke wird es ganz gut in sich haben. Wir haben sogar, ich glaube, hier an der Stelle eine Steigung von bis zu knapp 20%. Also da haben wir, wenn wir viel Spaß haben, freue ich mich schon sehr darauf. Zur Tour an sich, Start und Ziel ist ein Familienbad in Lüdenscheid, und dann geht es entlang der Verse teilweise hier insgesamt an drei Talsperren vorbei. Ich zeige sie euch einmal hier auf der Karte, auf der Übersichtskarte, einmal hier. Dann einmal hier im Süden und einmal im Norden von unserer Tour. Und das eine, die erste ist die Versetalsperre, die größte von denen. Dann werden wir ein bisschen südlicher zur Fürwegetalsperre fahren und last but not least im Norden oben die Füllbecke erreichen. Bleibt mir noch kurz ein Blick aufs Wetter zu werfen. Damals, sorry. Ja, morgen wird es wieder recht frisch. Wir sind auf, ihr habt das vielleicht kurz gesehen, auf ungefähr 400 Meter Höhe unterwegs. Für gestern war sogar da noch Schnee vorhergesagt. Eine Kollegin wollte von mir da sogar Skifahren, beziehungsweise ein bisschen Schlitten fahren. Hoffen wir mal, Schnee ist schön, aber die Straßen sind nicht glatt, und dass wir gut durchkommen und viel Spaß haben werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch und uns viel Spaß morgen bei der Tour, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Boah. Wir haben die besseren Fahrräder dafür, ne? Ja. Ja, du bist mit deinen groben Reifen jetzt auch ein bisschen besser dran. Ja, sonst lieber Vorsicht walten lassen, du. Ja, auf jeden Fall. Weil, oh, guck mal, das ist ja richtig schön. Ja. Ja, solche Straßen finde ich auch total genial. Da fahren mal ein paar Autos, aber wenig. Ja. Das ist auch nicht schlimm, dass das kein Radweg ist. Nee, überhaupt so wenig nicht. Verkehr wie hier ist. So ist das auch, wenn du im Bergischen dazwischen den Trassen unterwegs bist. Mhm. Da gibt es auch so schöne Teilstücke. Aber ich will ja auch immer wieder was anderes sehen. Genauso geht es mir auch. Also ich könnte nicht 135 Mal über die Nordbahntrasse fahren und sagen, was war das eine schöne Fahrt. Genau. Ah, jetzt sind wir schon an der Talsperre entlang. So habe ich mir das vorgestellt. Herrlich. Ja.
wir sind hier auf einem Mountainbike-Trail gelandet, beziehungsweise die Wettersituation im Frühjahr, im sehr frühen Frühjahr, lässt die Wege doch sehr schwierig befahrbar werden. Wo habe ich uns dann auch wieder hingeplant? Ein echtes Abenteuer hier. Traumhaft schön, aber viel zu matschig der Weg. War zu matschig, ne? Ja. Ein bisschen. Das ist eine schöne Kombi, Schnee und Sonne. Ja. Bisschen Matsch, aber normaler Weg. Jetzt müsste auch bald wieder die nächste Talsperre, glaube ich, kommen. Ja. Fürwege Talsperre, glaube ich, war jetzt die zweite. Genau. Ah, Foto. Alles okay? Ja. War doch ein bisschen abenteuerlich hier. Das ist anstrengend. Oh. Da kommen Oje, wir auf ein Problem zu. Kommen wir da weiter? Ja. Okay. Aber es wird spannend. Ja, ist es jetzt schon. Ja, da kommen wir schon irgendwie durch. Aber. Bitte? Nicht so ganz so einfach. So, damit habe ich jetzt so nicht geht's. Gerechnet. So kurz vorm Ziel. Oh, Entschuldigung, das ist abgeknickt. Ich hab doch einen Helm auf. Hör mal, ich habe gestern einen Grünschnitt im Garten zerlegt. Da habe ich dickere Äste durchgesägt. Also wir. Warte mal, ich mach den mal weg. Ich halt das Schluck. Mal. Ja? Okay. So. Geht das? Bremse, halt. Ja. Okay, super. Warte mal. Die Handschuhe sind noch recht neu.
Genau. Boah, das ist noch recht jung. Okay, Nummer eins. So. Das geht aber so. Nummer zwei. Ja. Wenn wir den hier noch ein bisschen zur Seite kriegen würden. Brauchst du nicht. Das reicht. Der will auch nicht so richtig, der ist widerspenstig. Meinst du, das geht? Wenn du das nach vorne hochbekommst, mit der Schiebehilfe vielleicht, dann kann ich es hinten anheben. Warte mal. Warte, warte mal, lass mich mal kurz nach. So, oder so. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie ich gerade aussehe. Fahrrad ist durch, was ist mit dir? Ich komme durch, Gott. Danke. Okay. Kann man rollen lassen? Ja. War das jetzt hier Föhrwege, ne? Glaube ich. Ja. Ne, Füllbecke. Füllbecke. Ja, ist recht. Föhrwege war die zweite. Genau. Ja. Ich glaube, das ist ein Hinweis, oder? Wahnsinn.